Lieben, und willkommen zu unserer Fit durch den Herbst Challenge. Wir machen heute zusammen ein kurzes, intensives Workout von 7 Minuten. Seid gut aufgewärmt, wenn ihr noch kein Aufwärmprogramm für euch habt. Ich werde unten in der Infobox meinen One-Song-Warm-Up für euch verlinken, damit ihr schnell und effektiv aufgewärmt seid. Und dann kommt ihr wieder zurück und wir machen zusammen dieses schnelle, effektive Beintraining. Und das heißt, ihr könnt es einmal mit mir zusammen durchtrainieren. Und wenn ihr noch super fit sein wollt und noch extra viel Zeit habt, könnt ihr das Ganze ein zweites Mal durchmachen, müsst ihr aber nicht. Und wer die ganze Woche noch nichts vorhat, unten in der Infobox habe ich dann noch verlinkt die anderen Fit durch den Herbst Workouts für euch. Und wir fangen gleich an. Unser Intervall ist 20-60, das heißt 20 Sekunden Pause und 60 Sekunden, also eine ganze Minute, machen wir intensiv eine Einheit zusammen. Und wir haben 5 verschiedene Übungen, keine Wiederholung, es macht also super Spaß. Zieht euch an, macht euch bereit und schon geht das Ganze los. Erste Übung ganz leicht in Anführungsstrichen. Wir machen 2 Ausfallschritte im Sprung und ein In-and-Out-Jump. Und dann machen wir mal weiter. Und wir warten auf den Dieb. Ich habe schon gedrückt. Erstmal ist unsere Pause dran und dann geht es auch schon los. Einmal tief durchatmen und dann kommt der Beep und dann starten wir. Let's go. Also Ausfallschritt, Ausfallschritt. Zusammen, auseinander, zusammen und wieder von vorne. Wichtig, wir machen Ausfallschritte sauber. Das heißt, zum Boden mit dem hinteren Knie, zum Boden, zusammen, auseinander, zusammen. Und ich möchte nicht sehen, dass wir solche Ausfallschritte haben. Das sind keine Ausfallschritte, das sind Running Mans bei uns. Also tief und tief. Auseinander, Boden berühren, Rücken gerade, zusammen. Und wieder von vorne. Nehmt die Hände mit. Tief. Auseinander, auseinander. Tief gehen, zusammen. Fangt mal mit links an vorne, mal mit rechts. Das könnt ihr variieren, wie ihr wollt. Wichtig ist nur, wir atmen. Atmen. Mal mit links zuerst. Tief. Erste Übung geschafft. Wir legen uns auf den Boden. Heute sind Beine dran. Linke Seite, rechts über links. Und wir heben das untere Bein. Wichtig, wir haben auch ein exklusives Po-Workout für euch. Das werde ich nach unten verlinken. Sobald es oben ist. Heute wirklich nur die Oberschenkel. Natürlich, der Po kommt immer mit. Wir heben das untere Bein. Und kontrolliert, wirklich nur konzentrieren auf das untere Bein. Wir liegen auf der Hüfte seitlich und ziehen, halten kurz, langsam runter. Ferse schön rausdrücken. Und es geht wirklich eine Minute und danach kommen wir wieder zum Cardio. Aber jetzt konzentrieren wir uns ein bisschen auf die Ausführung. Konzentrieren. Merkt ihr schon den unteren Oberschenkel hier, auf dem wir liegen? Bei mir wäre das jetzt der linke. Bein bleibt gerade. Und wir haben noch 10 Sekunden. Push und push. Nicht die Geschwindigkeit zählt, die Ausführung. Langsam hoch, langsam runter. Wir kommen hoch. Nächste Übung. Wir machen Kicks, die sehen so aus. 1, mit überkreuzt mit der Hand. 2, runter, ein Taktjump. Wer keinen Taktjump kann, einfach hochspringen oder gerade hochgehen. Könnt ihr machen, wie ihr euch fit fühlt. Also mitmachen, tief in die Hocke, Punch überkreuzt mit den Beinen, Punch und Taktjump. Wenn ihr keinen Taktjump könnt, ich habe es gesagt, man kann es immer anpassen. Immer überkreuzt, tief, überkreuzt, tief, Taktjump und wieder von vorne, tief. Wir setzen uns richtig tief rein, reinsetzen und Taktjump. Und wenn das durch ist, haben wir natürlich noch unsere andere Seite von unserer Übung von gerade eben. Tief. Ihr könnt auch ein bisschen breiter stehen, wenn ihr wollt. Wichtig ist, dass ihr euch sicher fühlt. Tief in den Squat reingeht und tacken. Immer zweimal. Taktjump. Und wenn ihr nicht mehr könnt, wenn ihr gar nicht mehr könnt, einfach gerade weiter.
andere Seite. Runter, überkreuzt. Bei mir ist jetzt das rechte Bein unten und das linke oben. Wir warten kurz, bis es piept. Noch 5 Minuten, 5 Sekunden, 5 Minuten, genau. Einmal tief durchatmen und ziehen. Zieht. Immer schön ausatmen. Kontrolliert, wenn ihr hochgeht mit dem Bein, ausatmen. Und richtig in diese Übung rein versetzen. Nur auf den Oberschenkel achten. Und wir haben noch 30 Sekunden. Weitermachen. Jetzt fängt der Schmerz an. Jetzt merkt ihr ihn. Und jetzt ist es wichtig, dabei zu bleiben, nicht aufhören. Und noch 15 Sekunden. Push. Und push. Wir haben noch 10. Und dann sind wir schon bei der letzten Übung. Letzte Übung kombiniert noch ein bisschen Cardio, aber auch eher Kraft. 2. Okay. Letzte Übung. Wir machen tiefe Sidewalks im Squat. Und wenn wir an einer Seite unserer Matte angekommen sind, machen wir Knee Down. Einfach mitmachen, da ist nicht viel bei. Wichtig ist, dass ihr einen sauberen Squat macht, tief bleibt, Po nach hinten, nichts weit nach vorne, aus der Ferse drücken und los geht's. Tief und tief und tief. Wir kommen an, runter und hoch. Merkt euch mal, mit was ihr hochgeht, mit welchem Bein, dann macht ihr es auf der anderen Seite genau andersrum. Ich bin hier mit links hoch, jetzt gehe ich mit rechts runter und mit rechts hoch. Wir bleiben die ganze Zeit tief. Schaut euch mal im Spiegel an, seid ihr so oder seid ihr so? Wichtig, wichtig, wichtig. Tief reinsetzen und zur Seite. Wieder mit rechts hoch, nochmal reinsetzen. Und wenn ihr gar nicht mehr könnt, mal kurz hochgehen, einmal tief durchatmen und gleich wieder runter, runter und wieder hoch. Wir haben es gleich. Bleibt tief, ihr könnt das. Tief. Und wir machen weiter. Wir können noch. So, geschafft. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Macht noch eine Runde durch, müsst ihr nicht. Nur wenn ihr Zeit und Bock habt. Euch noch einen schönen Tag. Und wenn ihr noch ein richtig geiles Rezept haben wollt für was Gesundes nach dem Training, schaut euch jetzt mal bei Bodyfood mein leckeres Rezept an, was jetzt kommt.